Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster. Ich denke, wir machen uns mal hier weiter an die Gestaltung unserer kleinen Achterbahn. Ich führe hier gerade mal den Weg noch weiter. Kommen wir nicht durch. Da dann vermutlich auch nicht. Richtig. Dann müssen wir hier tatsächlich drum herum gehen. Was aber ja auch kein Drama sein sollte. Oder wir legen hier die Gegend noch was tiefer. Das können wir natürlich auch versuchen. Da. So, smooth. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Weg da durchlegen können. Nein. Ach so. Drüber wäre natürlich auch noch eine Option. Ist auch noch nicht so wirklich das, was mir zu sagt. Oh, weiter geht's nicht zurück, okay. So, wenn wir hier ein leichter Abfall in das Gelände haben, kommen wir vielleicht besser voran mit den Wegen. Da ist mir eine noch zu steile Kante. Jawohl. So ist das doch okay. Perfekt. Das war jetzt aber nur ein kleines Zwischengeplänkel. Ah, hier den Bereich müssen wir auch noch machen, sehe ich gerade. Aber jetzt machen wir erstmal hier fertig. Bei der Achterbahn.
Packen wir das Ganze hier in den Berg. Den machen wir mal weg. Das muss ich mal ein bisschen testen. Kann sein, dass wir das alles wieder wegmachen. Aber das schauen wir noch. Wobei ich muss sagen, so dem ersten Anschein nach, müssen wir hier die Bäume wegmachen. Kommen gegebenenfalls später wieder hin. Terrain. Nochmal Bäume. Entfernen. Terrain. Da können wir natürlich über die Kante nicht drüber bauen. Aber das ist ja erstmal egal. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Dann baut sie die Bahn so ein wenig in den Berg hinein. Den machen wir natürlich nachher noch in der etwas anderen Farbe. Ah doch, das sieht. Gar nicht mal so schlecht aus. Inzwischen können wir eigentlich noch eine Attraktion reinbauen. Das schauen wir uns dann nochmal an. Painting. So, das Ganze ist natürlich alles ein bisschen felsig.
mehr oder weniger stark. So, da drin natürlich. Komplett. So. Das ist doch mal ganz nett. Hier oben kann man dann noch Nature. So ein paar kleine Bäumchen setzen. Ich glaube, den muss ich mal noch was gerade richten, ja. So, hier habe ich mir überlegt, den machen wir mal weg. Hier würde ich eventuell ein kleines Kapellchen oder irgendwas noch hinsetzen. Und da fehlt ja noch. Das Geländetool ist herrlich. Ich liebe es. So. Move. Doch, das hat was. Frage, ob wir hier so eine Art kleinen Tunnel bauen können. Das können wir noch mal ausprobieren. Zwischendrin sollten wir nach der Erfahrung von gestern speichern. Das probieren wir mal aus. Nee, das. Das ist doch nicht so meins. Entspricht nicht meiner Vorstellung. Dann machen wir hier den Bereich noch fertig.
Katzen sind manchmal so schüchtern, aber ich glaube, das muss ich in den Optionen noch einstellen. Settings. Der Haken muss hier, glaube ich, gesetzt sein. Genau, dann sind sie nicht mehr so schüchtern. Da machen wir dann nochmal die hier rein. So, und dort oben können wir auch ein kleines Muster mal hinmachen. Da setzen wir hier die gelben Büsche mal hin. Ups. Müssen wir noch mal einen zurück. Da hinten dürfen wir nicht. In welchem Bereich dürfen wir denn? Machen wir mal hier so weiter. Dann machen wir hier einfach ein kleines Muster. Das können wir hier mal mit denen dann auffüllen. Und hier kommen dann diese hin. Ah ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Können wir das Ganze anstrahlen. Okay, ich kann offensichtlich die Säule nicht als Punkt verwenden, aber das ist ja jetzt erstmal egal.
glücklicherweise. Lässt sich das ja so lösen. X und drehen. Perfekt. Scenery, da können wir noch ein Bäumchen reinstellen. So. Dann machen wir hier noch den weiter. Mir die Säulen noch schön. Im Gebüsch verstecken können. So. Und ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.